Hallöchen zusammen, willkommen in unserem Video, wo es heute darum geht, wie wir solche Grifflöcher machen. Das zeigen wir euch anhand eines Beispieles und an unserer Beispielkiste, das euch wahrscheinlich schon bekannt vorkommt. Zuallererst würde ich euch gerne, besser gesagt wir, dazu ermuntern, wirklich alles mal auszumessen, dass die Höhe überall dann dieselbe ist. Klar, drumherum natürlich. Falls das Geflecht schon etwas höher geraten ist, dann drückt das ruhig runter. Dann halt, ja genau, von unten nach oben. Und falls es doch zu niedrig irgendwo ausgefallen ist, könnt ihr das hochschieben, indem ihr dann halt auch mit eurer Stricknadel das Ganze hochhebt. Wir fangen an, indem wir auf einer unserer Seiten unsere Mitte finden. Da wird jetzt unser Griff reinkommen. Das haben wir euch mit den Wäscheklammern markiert. Sie hat jetzt ein angefeuchtetes Arbeitsröllchen, das eine Ende etwas abgeflacht. Und die Reihen werden einfach nur gewoben, also unsere Webart, also eins vor, eins dahinter. Diese eine Zipfel, das wird dann später ja, kaschiert, verklebt und genau. Also die Flechtart ist denkbar einfach, eins vor, eins dahinter. Und so macht ihr eure Runden. Na gut, ihr macht halt nicht die ganze Runde, es sei denn, ihr möchtet nur ein Griffloch haben, dann macht ihr schon die ganze Runde, aber wir wollen ja auf zwei Seiten das machen. Zwei Grifflöcher auf jeder Seite. Und wieder zurückwirbeln. Genau, sie hat einfach nur die Starke, wo ja, wo das andere Griffloch anfangen sollte, umarmt. Ja, und jetzt flechtet sie mit derselben Flechtart praktisch wieder zurück. Genau. So, und auf der anderen Seite, sage ich mal, da wo wir angefangen haben, machen wir genau das gleiche noch einmal. Ihr merkt, es wird nur die eine Seite erstmal umflochten, oder besser gesagt die Hälfte der Kiste. Und dann die andere Hälfte der Kiste. So, ihr Lieben, wir sind jetzt so weit, dass wir beide Seiten durchgeflochten haben. Übrigens, diese Scharstickspieße, die werden immer wieder hochgezogen im Geflecht, so wie wir das haben wollen. Sprich, die verbleiben nicht im Geflecht. Jetzt verstecken wir noch unsere Enden von dem Geflecht, von dem türkisenem Geflecht. Mit etwas Kleber. Hat ein bisschen reingetropft. Genau. Ja, auf der anderen Seite eigentlich genau so. Ah ja, das sind ja unsere Überbleibsel. Ja. Jetzt möchten wir euch noch mal eine Reihe zeigen, wie wir die nächste Reihe flechten würden oder ja, flechten werden. Für unsere Reihe nehmen wir drei Arbeitsröllchen. Das wird die Schnur aus drei Arbeitsröllchen sein. Sie legt sie so hin. Das ist eigentlich schon eine bekannte Technik. Also wie gesagt, unsere bekannte Flechttechnik aus drei Arbeitsröllchen, die Schnur aus drei Arbeitsröllchen, zwei vor und eins
dahinter sozusagen. Ja, man klemmt das hinter die dritte Stärke. Der Mund fusselig geredet. Die Überbleibsel hier übrigens, die werden erst abgeschnitten, nachdem wir das verklebt haben. Sie demonstriert euch das nochmal kurz, wobei, wie gesagt, nach dem Tapetenkleister ist das wirklich viel besser. Dann kann man das besser kaschieren und das hält dann aber auch. Genau, nun mal kurz zur Demonstration. Immer gerne. Ja. Jetzt passen Sie auf. Nicht hier wechseln. Also der Wechsel soll nicht oberhalb von dem Griffloch erfolgen, sondern schon frühzeitig vorher. Seht ihr das? Sie hat schon die Stellen abgemessen, wo die Übergänge dann verschwinden werden, so dass man sie dann wirklich auch nicht mehr sieht. Ja. Und da flechtet sie einfach so durch, drückt halt nicht zu arg da drauf, schaut, dass das einfach nur in einer geraden Linie dann bleibt. So macht ihr eure ganz normale Runde und das Geflecht halt so viel und so weit ihr dann haben wollt. Genau, das war's von uns an dieser Stelle. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch bzw. abonniert uns, dann haben wir auch was davon. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.